Früher oder später steht man vor der Frage, was man sich anschaffen soll. Sportwagen oder Familienkutsche? Mietwohnung oder Eigenheim? Vertrag oder Prepaid-Handy? Wenn man soweit schon ist, seine Möglichkeiten zu differenzieren, hat man sich immerhin schon Gedanken darum gemacht, was man mit der angestrebten Sache machen möchte. So sieht es auch immer im Retro-Hobby aus. Also auch in Sachen Amiga. Diesen Findungsprozess muss jeder für sich selbst durchmachen und sich die Frage stellen, für was will ich den Amiga nutzen? Will ich mit der Kiste nur zocken? Oder will ich auch basteln, erweitern und aufrüsten, neue Welten entdecken, sprichwörtlich die Welten, die ich noch nie zuvor gesehen habe? Wenn ihr euch für Letzteres entschieden habt, dann könnt ihr dieses Video gleich abbrechen und schon mal mit Sparen anfangen. Denn in dieser Folge soll es um die Amiga-Enthusiasten gehen, welche das machen wollen, was Amiga damals ein wenig in Verruf gebracht hat. Zumindest in der sogenannten professionellen Welt. Das Zocken. Denn dafür ist der Amiga wie gemacht. Nachdem es in Folge 1 hauptsächlich um die Emulation eines Amiga ging und damit ein sehr trockenes, softwarelastiges Thema behandelt wurde, geht es jetzt mal an die Hardware. Es ist der 18. August 2013. Ihr seht Folge 2 von Mix Yesterchips. Gut, du hast dich also dafür entschieden, mit dem Amiga spielen zu wollen. Gute Entscheidung. Dabei soll es egal sein, ob du früher schon mal einen Amiga hattest oder ob die Maschine für dich nun Neuland ist. Leider gibt es aber keine Patentlösung für die Frage, welchen Amiga du dir nun anschaffen sollst. Aber wir können die immense Auswahl schon mal eingrenzen auf den Amiga 500 und den Amiga 1200. Diese beiden Plattformen sind für das Zocken bestens geeignet, brauchen nicht viel Platz und sind relativ gut zu bekommen. Kurzum, es sind die idealen Maschinen, um eine hübsche Sammlung zu beginnen. Starten wir mit dem Amiga 500, dem Klassiker schlechthin. Er verkaufte sich Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre derart gut, dass er als der legitime Nachfolger des legendären Millionensellers C64 gehandelt worden ist. Viele wissen bis heute nicht einmal, dass es neben dem 500er überhaupt noch andere Amiga-Modelle gegeben hat. Doch zurück zu unserer Startintention des Zockens. Die meisten Spiele für den Amiga wurden für den 500er programmiert, also passend für den 68000er mit gut 7 MHz getakteten Motorola-Prozessor mit 1 MB Arbeitsspeicher. Wobei sich das 1 MB zusammensetzt aus 512 KB fest verbauten und dem obligatorisch nachgerüsteten 512 KB RAM im sogenannten Trapdoor-Slot auf der Unterseite des Amiga. Ja, für dieses Gespann gibt es die meisten Games und das Ganze funktioniert in den meisten Fällen so einfach wie bei einer Spielekonsole. Einschalten, Diskette reinschieben, los geht's. Wollte ein Spiel mal nicht, dann lag es oftmals am Erweiterungsspeicher. Manche Spiele verlangten danach, andere wiederum kamen damit nicht zurecht. Da konnte sich derjenige freuen, der eine schaltbare Erweiterung hatte. Wer diesen Luxus nicht hatte, der musste eben die Speichererweiterung herausnehmen. War ja auch kein Problem. Viele dieser Speichererweiterungen brachten sogar den Luxus einer Echtzeituhr mit sich, was allerdings für das Zocken weniger von Belang war. Die Uhrzeit interessiert im Spiel nicht. Heute stellt diese Echtzeituhr sogar ein handfestes Problem dar, denn in der Regel sind diese Uhren Akku gepuffert und diese Akkus laufen aus. Es ist keine Frage, ob sie auslaufen, sondern wann. Also, wenn ihr Speichererweiterungen haben solltet, schmeißt den Akku runter. Ein auslaufender Akku frisst euch sonst die Ladebahnen weg, was mit aufwendigen Reparaturen verbunden sein kann. Eine andere Möglichkeit, warum manche Spiele nicht laufen, ist der Chipsatz. Im Amiga 500 findet ihr entweder den OCS oder den ECS Chipsatz, wobei OCS für Original Chipset und ECS für Enhanced Chipset steht. Diese Chipsätze sind weitestgehend kompatibel zueinander und Amiga 500 Spiele sollten eigentlich auf beiden Chipsätzen laufen. Wenn ihr allerdings ein Spiel für den AGA Chipsatz habt, wie etwa Super Stardust, dann habt ihr verloren.
Denn der AGA-Chipsatz ist neuer als der A500 und nur anzutreffen im A1200, A4000 und CD32. Dies sind aber die einzigen Hürden, die es zu nehmen bzw. zu akzeptieren gilt. Für den Betrieb des A500 braucht ihr einen Amiga 500, das dazu passende Netzteil, eine Amiga-Maus, ein oder zwei Joysticks. Was die Bild- und Soundausgabe angeht, so habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einen klassischen Monitor einsetzen, wie etwa den 1084 von Commodore, der liefert auch gleich einen Satz Lautsprecher mit. Ihr könnt euch aber auch für kleines Geld ein RGB auf SCART-Kabel besorgen, unter anderem bei vesalia.de erhältlich, um den Amiga an euren Fernseher anzuschließen. Diese Methode ist allerdings davon abhängig, ob der SCART-Anschluss eures Fernsehers wirklich RGB-fähig ist, sonst seht ihr nämlich gar nichts. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Einsatzes eines A520 TV-Modulators, wovon ich allerdings abraten möchte. Der TV-Modulator macht aus dem guten RGB-Signal des Amiga ein analoges TV-Signal von sehr, sehr schlechter Qualität. Zumal man heutzutage auch erstmal einen Fernseher finden muss, der noch ein analoges Antennensignal darstellen kann. Letzte Option ist der Mono-Ausgang des Amiga. Hier genügt ein einfaches Cinch-Kabel vom Amiga zum Composite-Eingang des Fernsehers, um dort ein Bild darstellen zu können. Doch leider bekommt man so nur ein Graustufenbild. Meine Empfehlung ist ganz klar das RGB-Kabel von Vesalia. Wer noch einen Röhrenfernseher zur Verfügung hat, umso besser, der sollte diesen verwenden, da die grobe Amiga-Grafik auf Flatscreens sehr scharfkantig und Lego-haft daherkommt. Das Flimmern der Röhrenmonitore ist da praktisch und im Prinzip ein hardware-seitiger Weichzeichner. Jetzt sind nur noch ein paar Disketten mit Spielen darauf notwendig und schon kann es losgehen. Der Amiga 1200. Der 1200er ist in seiner Gesamtheit wohl der genialste Amiga und in Sachen Zocken eine sehr gute Wahl. Die AGA-Spiele sind für ihn gemacht worden und laufen daher absolut schmerzfrei. Leider kann es hier im Umkehrschluss sein, dass ältere Titel für den Amiga 500 nicht korrekt dargestellt werden oder gar nicht laufen. Dies ist allerdings oftmals schlampiger Programmierung geschuldet und kann nicht der Technik des Amiga angelastet werden. Unterm Strich kann man aber sagen, dass nahezu alle AGA-Spiele auf dem 1200er laufen und recht viele Titel, die eigentlich für den 500er geschrieben worden sind, laufen ebenfalls. Was das Inbetriebnehmen des 1200ers angeht, so gilt das gleiche wie für den 500er, mit einem kleinen, sehr positiven Unterschied. Am Composite-Ausgang des 1200er liegt ein Farbsignal an, kein Graustufensignal wie beim 500er. Man kann also mit einem einfachen, kostengünstigen AV-Kabel den 1200er am Fernsehgerät in Betrieb setzen. Dieses braucht dafür nur einen Composite-Eingang oder man benutzt einen Composite-SCART-Adapter. Was den 1200er aber zu idealen und preiswerten Spielemaschine macht, versteckt sich unter der Haube. Ein 2,5 Zoll IDE Festplattenanschluss. Der Amiga 500 ist ohne teure Erweiterungshardware komplett auf sein Diskettenlaufwerk angewiesen. Im 1200er aber können wir eine Festplatte installieren. Dies beschleunigt die Ladevorgänge nicht nur ungemein, sondern eröffnet eine wunderbare neue Spielewelt mit dem Namen WHD Load. Ganz klar, für das Retro-Feeling gehört das Wechseln der Disketten und das Scharren des Laufwerks einfach dazu und nostalgisch angehaucht akzeptiert der Hardcore-Fan auch die langen Ladezeiten. So etwas kann gefallen, muss aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein, denn es geht auch bedeutend schneller und sicherer. Schneller, weil das Laden von einer Festplatte, und sei sie auch noch so alt, immer deutlich schneller geht als von einer Diskette, und sicherer, weil leider die alten Disketten mit der Zeit auch nicht besser werden, sondern zusehends ihre Speicherfähigkeit bis hin zum Totalausfall verlieren. WHD Load arbeitet mit sogenannten Installs. Das sind Softwarepakete, in denen einfach gesagt die Inhalte der Spiele-Disketten drinstecken und mittels eines Startprogramms ausgeführt werden können. Dabei generiert WHD Load die idealen Umgebungsbedingungen für das jeweilige Spiel. So gaukelt es einem Amiga 500 Titel beispielsweise vor, es würde auf einem 500er laufen, obwohl wir aber gerade einen 1200er benutzen. Es ist mit WHD Load und einer Festplatte also wirklich ein leichtes, sich eine tolle Spielemaschine aus dem 1200er Amiga zu basteln.
Es gibt verschiedene Methoden, in einem 1200er eine Festplatte zum Einsatz zu bringen. Die klassische Vorgehensweise zeige ich euch jetzt. Generell gilt bei den Arbeiten mit elektronischen Bauteilen immer gegen statische Aufladung bzw. Entladung schützen. Denn der kleine Batsch, den man kassiert, wenn man statisch aufgeladen ist und ein metallisches Teil berührt, ist zwar für uns nicht weiter der Rede wert, kann jedoch für ein elektronisches Bauteil durchaus den Tod bedeuten. Ihr könnt euch entladen, indem ihr an ein nicht lackiertes Teil eines Heizkörpers oder an den Schutzleiterkontakt einer Steckdose fasst. Aber bitte wirklich den Schutzleiterkontakt benutzen. Idealerweise ist auch die Oberfläche, auf der ihr arbeitet, geerdet, muss aber nicht zwangsläufig sein, solange ihr euch regelmäßig entladet. Ganz elegant ist die Lösung mit einem geerdeten Armbändchen. Ob ihr das jedoch machen wollt, überlasse ich mal ganz gepflegt euch. Anstatt einer klassischen, mechanischen Festplatte benutzen wir eine Compact-Flash-Karte. Dabei ist zu beachten, dass der Amiga nicht alle Compact-Flash-Karten mag. Die landläufige Meinung geht dahin, dass sich manche Karten als Wechseldatenträger zu erkennen geben und damit vom Amiga nicht als Festplatte akzeptiert werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sogenannten Industrial-Karten immer funktionieren. Die sind zwar etwas teurer, funktionieren aber. Was die Kapazität angeht, so solltet ihr es aber nicht übertreiben. Für das Amiga-Betriebssystem Version 3.1 ist ohnehin die Obergrenze bei 4 GB erreicht. Und mal ehrlich, 4 GB für einen Amiga, das sind unendliche Weiten. Jetzt braucht ihr noch einen Compact Flash auf IDE Adapter. Die gibt es für ein paar Euro im eBay. Ich möchte euch jedoch dazu raten, einen Adapter mit einem Schnippelkabel dran zu besorgen. Falls ihr später den Amiga aufrüsten wollt, braucht ihr Platz im Inneren des Computers und oftmals geraten dann die Bauteile aneinander. Wenn ein Stück flexibles Kabel vorhanden ist, kann man im Zweifelsfall die Compact Flash Karte ein wenig verlegen. Ein komplettes Set, bestehend aus Compact Flash Karte, Compact Flash auf IDE Adapter und Anschlusskabel, bekommt ihr komplett am Stück bei Vesalia. Jetzt kann es losgehen. Zunächst zieht ihr alle Stecker am Amiga ab. Dann dreht ihr den Amiga herum und löst die Verschraubungen. Den Amiga wieder herumdrehen und vorsichtig die Abdeckung anheben. Auf der Rückseite befinden sich Plastiklaschen, zu denen ihr freundlich sein solltet. Klappt die Abdeckung nach hinten, passt dabei auf die Kabel zu den LEDs auf. Die Tastatur muss auch noch nach hinten weg. Vorsicht mit dem Flachbandkabel. Ein vollständiger Amiga hat noch ein Abschirmblech über seinem Mainboard. Von meinen allerdings hat das keiner mehr. Ist einfach nur im Weg, das Ding. Mal kurz erden. Hierum geht es. Das ist die IDE-Steckerleiste. Man beachte den vorderen Pin mit der 1. Am Flachbandkabel des IDE-Kabels findet ihr eine rote Litze. Diese Litze muss dort sein, wo sich die 1 befindet. Steckt das Ganze zusammen und passt dabei auf, dass ihr mit dem Stecker wirklich alle Pins trefft und keine verbiegt. Jetzt noch die Compact-Flash-Karte einsetzen. Zu guter Letzt solltet ihr nun für ein wenig Isolation sorgen, damit die offenen Kontakte nicht zu einem Kurzschluss führen. Ich nehme dazu hier einfach mal dieses ausgediente Plastiktütchen, das tut's. Tastatur wieder nach vorne und in die Lasche einhängen, dabei auf das Flachbandkabel achten. Die Abdeckung wieder nach vorne manövrieren und leicht andrücken, damit das Diskettenlaufwerk leicht zugänglich ist. Nun schaltet ihr den Amiga 1200 wieder ein. Da sich auf der Hauptplatine des 1200ers das Kickrom 3.0 oder 3.1 befindet, muss die Install-Diskette eingelegt werden. Ihr öffnet nun die Install 3.1 Diskette, geht in den Ordner HD Tools und startet dort die HD Toolbox. Wenn eure Compact Flash Karte erkannt worden ist, dann erscheint sie als einziger Eintrag in der Liste ganz oben. Da der Amiga momentan mit dieser Karte noch so gar nichts anfangen kann, müssen wir sie vorbereiten. Dazu klickt ihr auf Change Drive Type und geht im folgenden Menü auf Define New. Hier klickt ihr auf Read Configurations und bestätigt die darauffolgende Warnung mit Continue. In den meisten Fällen sollte dies funktionieren. Falls nicht, ist es auch kein Beinbruch. Hinter Size sollte nun die Gesamtspeicherkapazität der Compact Flash Karte angezeigt werden.
Nun verpasst ihr dem Laufwerk noch einen Namen. Dabei könnt ihr kreativ sein. Das folgende Menü quittiert ihr mit OK und seid nun wieder im Hauptmenü der HD Toolbox. Jetzt geht's weiter mit Partition Drive. Hier könnt ihr eure Compact Flashkarte partitionieren. Das müsst ihr nicht tun, macht aber Sinn, um Ordnung auf der Platte halten zu können. Ich lege hier mindestens zwei Partitionen an. Eine für die Workbench namens DH0, eine für die Software namens DH1. Ich habe hier auch eine relativ kleine Compact Flashkarte genommen. Es würde sich durchaus empfehlen, noch weitere Partitionen anzulegen, zum Beispiel für temporäre Inhalte oder speziell für die WHD-Lautspiele. Mit dem Schieberegler könnt ihr die Größe der Partition bestimmen. Wenn ihr eine Partition anlegen wollt, klickt auf New Partition und den noch freien Speicherbereich. Unten bei Partition Device Name steht nun Change Me, was ihr auch tun solltet. Wie gesagt, DH0, DH1 und so weiter sind dankbare Namen für Festplattenpartitionen. Amiga-Neulinge, aufgepasst! Bei allen Eingaben in Eingabefenstern muss zum Bestätigen jedes Mal erst die Enter-Taste gedrückt werden. Macht ihr das nicht, werden eure Eingaben nicht übernommen. Bei der ersten Partition, hier DH0, ist der Haken bei Bootable gesetzt. Alle anderen Partitionen bekommen diesen Haken nicht. Logisch. Das ist wie beim Highlander. Es kann nur einen geben. In diesem Fall ist die Rede von der Boot-Partition. Jetzt müssen wir noch bei jeder Partition in die Advanced Options gehen und dort in Change. Hier ändert ihr nun den Eintrag bei Max Transfer auf 0x1FE00. Dies ist die sicherste Einstellung für den Betrieb von Compact Flashkarten. Mit anderen Werten kann es zu Schreiblesefehlern kommen und sowas kann einem echten Spaß versauen. Wieder das Enter drücken, nach der Eingabe nicht vergessen. Nun mit OK raus und das Prozedere bei allen Partitionen wiederholen. Wenn ihr wieder im Hauptmenü seid, geht's weiter mit Save Changes to Drive und der Status springt oben in der Liste von Changed auf Unchanged. Jetzt sind wir hier fertig und verlassen mit Exit die HD Toolbox. Ihr seht nun auf der Oberfläche der Workbench ein neues Icon namens DH0. Das ist die Bootpartition eurer Festplatte, die ihr soeben eingerichtet habt. Und wenn ihr noch weitere Partitionen angelegt habt, tauchen die nun auch auf. Markiert das Piktogramm mit einem einmaligen Linksklick, haltet dann die rechte Maustaste gedrückt, um das Menü anzuzeigen und wählt über Icon die Funktion Format Disk aus. Nun gebt ihr der Partition einen Namen, die dann später auch angezeigt wird, beispielsweise System. Setzt Haken bei Put Trashcan, fügt der Partition einen Papierkorb hinzu und Fast File System. Das ist das vom Amiga verwendete Dateisystem. Nun klickt ihr auf Quick Format und zwar nur auf Quick Format. Eine normale Formatierung könnte eurer Compact Flashkarte schaden. Nach Klick auf OK kommt noch eine Warnung, logisch, also weiter mit Format. Dann will er nochmal wissen, ob man es wirklich ernst meint und ob man noch in vollem Besitz seiner geistigen Fähigkeiten wäre. Also bitteschön zum 100. Mal. Ja, ich will. Klickt auf Format. Nach kurzer Zeit ist das Formatieren erledigt und ihr seht nun das Piktogramm mit der Bezeichnung System. Ihr könnt ja mal doppelt darauf klicken und reinschauen, aber mehr als einen Mülleimer werdet ihr nicht finden. Im Folgenden zeige ich euch eine Methode, wie ihr zu einer hübschen Workbench mit bereits installiertem WHD-Load kommen könnt. Und bevor jetzt jemand anfängt zu schreien, ja, es gibt auch andere Wege, wie man die Installation machen kann. Ich wähle eben diesen Weg, da er Arbeiten am Amiga paart mit dem Einsatz eines Emulators am PC und dabei noch meiner Meinung nach ziemlich idiotensicher ist. Nix für ungut. Ihr braucht für die folgenden Schritte die Disketten-Images, also ADF-Dateien, von der Workbench 3.0 oder 3.1 auf eurem PC. Des Weiteren ladet ihr euch von classicwb.abime.net die ZIP-gepackte Lite-Version der Classic Workbench herunter. Solltet ihr eine Turbo-Karte im Amiga 1200 haben, könnt ihr auch eine andere Version nehmen, außer OS 3.x, P96, UAE und 68K. Entpackt den darin befindlichen Ordner ClassicWB Lite in ein Verzeichnis, welches ihr leicht wiederfindet. Vielleicht einfach erstmal auf dem Desktop damit. Alles da? Gut. Vorbereitung abgeschlossen, jetzt wird wieder gebastelt.
Wir schalten den Amiga jetzt wieder aus. Dann entfernt ihr die Compact-Flash-Karte und steckt diese in einen Kartenleser an eurem PC. WinUAE kennt ihr ja bereits aus der ersten Folge der Yesterchips und ihr solltet es mittlerweile installiert haben. Wenn nicht, nachholen. Jetzt installieren wir die Workbench. Und zwar bügeln wir über die normale Workbench nochmal eins drüber, damit wir am Ende eine hübsche, farbenfrohe, leicht zu bedienende und vor allem gleich mit WHD-Load ausgestattete Workbench zur Verfügung haben. Eine sogenannte Classic Workbench. Im WinUAE richtet ihr euch jetzt einen Amiga 1200 ein, und zwar mit der gleichen Config, die auch euer echter Amiga 1200 hat. Bei einem normalen 1200er wäre das eine 68020 CPU mit 2 MB Chipman. Ihr könnt den emulierten Amiga natürlich auch etwas mehr aufbrezeln, damit alles schneller von der Hand geht, aber um der Kompatibilität willen machen wir es hier möglichst original. Unter Hard Drives wählt ihr nun Add Hard File und dann die Datei System HDF aus dem Verzeichnis Classic WB Lite. Klickt auf OK und startet die Emulation. Die Installationsroutine fordert euch nun auf, einmal Return zu drücken. Tun wir ihr den Gefallen. Dann will sie das gleiche nochmal haben. Also bitte. Jetzt will sie eine Workbench-Diskette haben. Soll sie kriegen. Drückt F12, wählt unter Floppy Drives die ADF der Workbench 3.1 oder 3.0 aus, klickt OK und kehrt in die Emulation zurück und drückt dort wieder Return. Wenn ihr eine Workbench 3.1 eingelegt habt, kommt jetzt die Frage, ob ihr upgraden wollt. Natürlich wollen wir das! Also, einmal Z drücken, damit man ein Y für Yes bekommt und wieder Return. Jetzt startet die Installation. Im Verlauf der Prozedur werdet ihr des Öfteren aufgefordert, eine andere Diskette einzulegen. Macht das genauso wie zuvor beschrieben, also per F12 rausgehen, die geforderte ADF auswählen, OK klicken und in der Emulation wieder Return drücken. Wenn alles getan ist, entfernt ihr mit Eject die ADF-Datei aus dem virtuellen Laufwerk und klickt auf Reset. Tada! Ging das jetzt nicht ratzfatz eben? So schnell lädt die Workbench von der Festplatte. Nicht übel, oder? Die Datei System HDF ist nun ein funktionierendes Festplatten-Image, welches wir jetzt noch irgendwie auf die Compact-Flashkarte des 1200ers übertragen müssen. Für diesen Zweck verlassen wir jetzt nochmal die Emulation mit F12. Und da wir vorhin schon die Compact-Flashkarte in den Kartenleser am PC eingelegt haben, können wir jetzt hier über Add Hard Drive das Menü öffnen, womit wir eine richtige Festplatte in die Emulation mit einbinden können. Sollte dieser Button bei euch ausgegraut sein, müsst ihr WinUAE nochmal neu starten und zwar als Admin. Also ein Klick auf Add Hard Drive und jetzt aufpassen, in diesem Dropdown-Menü hier gibt es ja jede Menge Sachen zum Auswählen. Wichtig ist, dass ihr immer nur das nehmt, wo RDB draufsteht. Das ist der Rigid Disk Block vom Amiga, das ist das Format, womit wir im Amiga 1200 die Compact Flash Karte formatiert haben. Nehmt nichts anderes. Im allerschlimmsten Fall könnt ihr mit so einer Aktion eure Festplatte im PC schrotten. Das haben wir nicht vor. Also RDB, Add Hard Drive. Und jetzt haben wir hier oben zusätzlich zu unserer Emulation, die unter DH0 läuft, haben wir noch UAE und die Compact Flash Karte. Einmal Reset. Und jetzt startet die Emulation und wir sehen hier zweimal System. Das hier unten ist das Emulierte und hier oben, das ist jetzt unsere Compact Flash Karte. Schauen wir hier rein, sehen wir nichts, genau wie vorhin. Hier ist nur der Trashcan. Das ist jetzt etwas unglücklich, dass diese Partition auch System heißt. Für die weiteren Schritte ist es schöner, wenn er einen anderen Namen hat. Klickt links darauf, dann einen Rechtsklick und dann hier geht ihr unter Icons und Rename und nennen wir das Ding jetzt einfach mal System 1. So, jetzt Rechtsklick, also dieses Menü, generell gesagt, was wir jetzt hier über Rechtsklick erreichen können, ist einer der Vorzüge der Classic Workbench.
auch die Programme, die hier verfügbar sind, sind in der normalen Workbench nicht erreichbar. Gut, jetzt gehen wir auf Run und gehen hier in Directory Opus. So, wer dieses Programm noch nicht kennt, das ist im Prinzip so etwas in der Richtung wie der Norton Commander oder der Total Commander. Und wir haben hier zwei Fenster, links und rechts, und da können wir uns unterschiedliche Laufwerke anzeigen lassen. Im linken Fenster lassen wir uns jetzt mal den Inhalt von System 1 anzeigen. Ja, da gibt es nicht viel, bis auf den Mülleimer. Und auf der rechten Seite lassen wir uns den Inhalt der emulierten Partition anzeigen. So, hier ist jetzt die Emulation. Und hier ist der Inhalt unserer Compact Flashkarte. Wir markieren System, also immer die Seite, die markiert ist, hat diesen roten Balken hier oben. Wir markieren hier jetzt System, sagen hier unten All, damit markieren wir alles auf System und sagen anschließend Copy. Der Vorgang jetzt wird ein bisschen dauern, denn jetzt kopieren wir die komplette Installation der Classic Workbench aus unserem emulierten HDF-Laufwerk rüber auf das Laufwerk auf der Compact Flashkarte. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So, wenn das dann alles erledigt ist, seht ihr auf der linken und der rechten Seite genau die gleichen Inhalte. Das heißt, jetzt haben wir auf unserer Compact Flashkarte den Inhalt der Emulationsfestplatte rüberkopiert. Und ja, im Prinzip sind wir jetzt in der Emulation fertig. Wir können jetzt natürlich nochmal ausprobieren, ob das Ganze auch wirklich funktioniert hat. Also mit F12 nochmal raus. Und jetzt können wir hier oben unsere emulierte Festplatte rausschmeißen, die DH0, die werfen wir jetzt einfach mal raus mit Remove. Jetzt haben wir also nur noch die Compact Flashkarte drin und sagen Reset und schauen, was passiert. Einwandfrei. Gut, ihr habt jetzt nichts Neues gesehen, aber in aller Regel ist es so, wenn das Ganze hier funktioniert, dann funktioniert es auch im Amiga 1200. Und genau das probieren wir jetzt aus. Bevor es soweit ist, benennen wir hier die System 1 jetzt wieder um in System. Also wie gesagt, das muss nicht unbedingt System heißen. Rename, die 1 wieder weg. Okay, gut. Ja, das wäre es dann gewesen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu: Wenn ihr eine Compact Flashkarte einlegt in den Windows-Rechner, welche ihr zuvor am Amiga formatiert habt, dann wird er immer anbieten, dass ihr diese Karte erstmal reparieren sollt, bevor ihr sie benutzt. Tut das um Gottes Willen nicht, denn Windows kennt eben die Amiga-Formate nicht und wird dann die Compact Flashkarte sich wieder so zurechtbiegen, dass er selbst drauf zugreifen kann. Im Umkehrschluss ist es dann halt eben so, dass der Amiga mit der Karte nichts mehr anfangen kann. Also einfach diese Meldung ignorieren, abbrechen, nicht ausführen. Zu guter Letzt entnehmt ihr jetzt aus dem Kartenleser wieder die Compact Flashkarte, geht zurück an euren Amiga, öffnet ihn und setzt dort die Compact Flashkarte in den Compact Flash auf IDE Adapter wieder ein. Ja, das Ganze dann wieder irgendwie isolieren, damit es keinen Kurzschluss gibt, bastelt den Amiga wieder zusammen und schaltet die Maschine an. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Jetzt haben wir auf dem Amiga 1200 die Lite-Version der Classic Workbench installiert. Spätestens jetzt werdet ihr euch die Frage stellen, woher ihr die Installs für WHD-Load bekommen sollt. Und genau jetzt sind wir auch wieder an dem Problem mit dem Copyright, denn auf den meisten Amiga-Spielen ist immer noch ein Copyright drauf. Das heißt, ich kann euch nicht eins zu eins hier verraten, woher ihr die Installs bekommt. Ihr könnt natürlich bei Google mal wieder reinschauen, das ist generell keine schlechte Idee. Und wir können ja jetzt mal rein hypothetisch spekulieren, dass das D in WHD-Load für Download steht, also WH-Download. Das ist aber jetzt nur so eine Idee. Jetzt noch ein Hinweis zum Schluss. Die gezeigte Vorgehensweise war nur eine der vielen Möglichkeiten, einen Amiga 1200 WHD-Load tauglich zu machen.
Natürlich gibt es auch noch andere Mittel und Wege, um dieses Ziel zu erreichen, und natürlich braucht man nicht zwingenderweise eine Classic Workbench, denn die normale tut es auch. Aber die Classic Workbench hat eben den Charme, dass sie WHD-Load gleich mitliefert und außerdem auch noch verdammt gut aussieht. Die einen oder anderen werden sich denken, dass man die gesamte Einrichtung der Festplatte bzw. Compact Flash Karte doch auch gleich komplett im WinUAE machen könnte. Ja, klar, kann man machen. Nur haben mir hier persönlich schon Pferde vor die Apotheke gekotzt, wenn es um die Festplatten im Amiga gegangen ist. Da ist es einfach am sichersten, wenn man die grundlegenden Einrichtungsschritte, nämlich das Partitionieren und Formatieren, auf der Maschine macht, in der die Platte dann auch eingesetzt werden soll. Es mag etwas komplizierter sein, ist aber die sicherere Vorgehensweise. In der nächsten Folge geht es dann um den Datenaustausch zwischen Amiga und Windows PC. Denn nun, da wir eine Festplatte im 1200er haben, will diese ja auch irgendwie gefüllt werden. Sicherlich könnte man den Amiga immer aufschrauben, die Platte bzw. Compact Flash Karte entnehmen und im PC via WinUAE die gewünschten Daten draufspielen. Doch so kompliziert muss es nicht sein. Ich hoffe, das Anschauen hat euch so viel Spaß gemacht wie mir das Produzieren des Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Mick.